das machen, das oder das. Ich bin Theresa und ich bin Marielle. Wir studieren Sprachtherapie, um später in unserem Traumjob als akademische Sprachtherapeutinnen zu arbeiten. Dabei geht es um unterschiedliche Störungsbilder, wie zum Beispiel Sprach-, Sprech-, Stimm-, Schluck- und Kommunikationsstörungen. Und das in allen Altersgruppen, also von Säugling bis zu Seniorinnen. Es gibt ziemlich viele Berufsperspektiven. Du kannst zum Beispiel angestellt oder selbstständig in einer sprachtherapeutischen Praxis arbeiten. Oder in Frühförderzentren, in Akut- oder Reha-Kliniken. Du kannst dich aber auch für eine wissenschaftliche Tätigkeit entscheiden, dann kannst du in Forschung und Lehre arbeiten. Bist du interessiert, dann bist du hier genau richtig, denn Sprachtherapie ist einer der wenigen Studiengänge, mit dem du nicht nur einen wissenschaftlichen Bachelor, sondern auch einen berufsqualifizierenden Abschluss erreichst, mit dem du direkt mit PatientInnen arbeiten kannst. Jetzt fragst du dich bestimmt, welche Zulassungsvoraussetzungen und Anforderungen muss ich denn für das Studium erfüllen? Das weiß unsere Expertin Lisa Gerhardt. Voraussetzung ist das Abitur oder eine vergleichbare Qualifikation. Du solltest die deutsche Sprache in Wort und Schrift sehr gut beherrschen und englische Texte lesen und verstehen können. Jetzt fragst du dich sicher, welche Inhalte im Studium vermittelt werden. Dann hören wir mal Frau Dr. Ilona Rubi-Fessen. Die Sprachtherapie beschäftigt sich mit den verschiedensten Fragestellungen zu Grundlagen und zur klinischen Praxis, wie zum Beispiel, welche wichtigen Schritte durchlaufen Kinder beim Spracherwerb, wie können Menschen nach einem Schlaganfall wieder kommunizieren oder wie kann Sprechen ohne Kehlkopf funktionieren. Das Tolle an unserem Studiengang ist, neben externen Praktika kannst du im BA Sprachtherapie bereits während des Studiums Therapien mit Patientinnen unter Supervision durchführen. Das ermöglicht frühzeitig eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis. Du erwerbst Grundlagenwissen und störungsspezifische Kompetenzen, die zur Diagnostik, Therapie und Beratung bei spezifischen Störungsbildern im Bereich von Sprach-, Sprech-, Stimm-, Schluck- oder Redeflussstörungen befähigen. In der angegliederten Forschungs- und Beratungsstelle des Lehrstuhls kannst du an aktuellen Projekten wie etwa der Entwicklung von Therapiematerialien mitarbeiten. Und was auch eine wichtige Rolle in deinem Studium spielen wird? Hier kannst du entspannen und deine Pausen verbringen. In unserer Forschung geht es um Grundlagen von Sprache und Kommunikation. Häufig sind die Fragestellungen sehr anwendungsbezogen. Es geht zum Beispiel darum, ob eine Therapiemethode für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen wirksam ist oder um die Entwicklung von neuen Diagnostikmaterialien für Betroffene mit Demenz. Wichtig sind dabei auch Inhalte aus Medizin, Psychologie, Pädagogik und Linguistik. Jetzt möchtest du bestimmt wissen, welche verschiedenen Möglichkeiten es für dich während des Studiums gibt. Das erzählt euch Simon. Hi. In den Praxen und Kliniken unserer Kooperationspartner lernst du im Laufe des Praktikums ganz viele verschiedene Berufsfelder kennen und kannst dein in der Uni gewonnenes Fachwissen direkt anwenden. Im Laufe des Studiums kannst du im In- und Ausland an Konferenzen und Summerschools teilnehmen. Unsere internationalen Kooperationen eröffnen dir sogar die Möglichkeit, ein Semester oder ein Praktikum im Ausland zu absolvieren. Haben wir dich auf den Studiengang Sprachtherapie an der Universität zu Köln neugierig gemacht? Dann schau gerne hier vorbei.